mit einer roten Louis Vuitton Hupfburg und eigenen Bänken von Louis Vuitton. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, wie ihr im letzten Video schon mitbekommen habt, hatten wir die Loser-Marken des Jahres 2019. Ich muss aber noch eines hinzufügen, ich habe auf eine Marke unter Anführungszeichen vergessen. Babe finde ich auch. Ja, eine Marke, die einfach untragbar ist mittlerweile. Also die bringen einfach überhaupt nichts mehr Cooles raus, aber dadurch, dass die 2018 schon unfassbar verkackt haben, war es für mich irgendwie nicht mehr, ich habe gar nicht mehr dran gedacht, die als Loser-Marke 2019 aufzuführen, weil die eh schon verkackt hat. Viele von euch haben auch gemeint, Antisocial Social Club ist eine Marke, die 2019 verkackt. Finde ich nicht. Ich finde, die bringen gleichbleibend keine unfassbaren neuen modischen Geschöpfe heraus und sind eigentlich konstant auf der Leistung, mit der sie angefangen haben. Relativ basic, aber trotzdem irgendwie der Coolness-Faktor trotzdem gegeben. Deswegen finde ich, kann man ASSC 2019 auf alle Fälle noch rocken. Und ganz, ganz wichtig für mich, weil auf meinem Insta-Account MaxOBME kam ja ein neues Foto mit diesem Louis Vuitton-Shirt und Yeezys, die ich getragen habe, und ich habe es genau gewusst. Wo ich es gepostet habe, habe ich genau gewusst, jetzt geht's los. Maximilian, im neuen Video sagst du, Yeezys ist eine Loser-Marke, auf dem Foto hast du wieder Yeezys an. Also für diejenigen unter euch, die das mental noch nicht so gut verarbeiten konnten, was ich da gesagt habe, erkläre ich es jetzt nochmal. Die Marken, die ich hier zusammengefasst habe, sind für mich die Loser-Marken 2019. Heißt, lose im Sinne von verlieren, und zwar die Innovationen und tollen Dinge, die sie schon mal gezeigt haben, bringen sie 2019 einfach nicht mehr auf den Laufsteg bzw. auf die Straße. Deswegen haben sie an Coolness meiner Meinung nach verloren. Bedeutet nicht, wenn ihr jetzt Yeezy kauft, dass ihr uncool seid damit. Wenn da jetzt coole rauskommen, zum Beispiel die neuen 550er, diese Basketballschuhe, keine Ahnung, wie die Betitelung sein wird, aber die finde ich mega nice. Die gibt es noch nicht, aber wenn die rauskommen, koppe ich mir die auf alle Fälle. Deswegen wollen wir gar nicht mehr länger quatschen, sondern ihr habt es euch alle gewünscht. Wir kommen zu den Winner-Marken im Jahr 2019. Man muss dazu sagen, hier kommen einige Marken wieder zurück an die Macht, die davor eigentlich komplett irrelevant waren, beziehungsweise in dieser Riege Street-Style komplett irrelevant war. Aber eine Marke, die im Street-Style absolut nicht irrelevant sein wird, ist meine Marke, liebe Freunde. September, nicht vergessen, kommt meine neue Marke M&M heraus mit der ersten Kollektion, die richtig fett wird. Also seid auf alle Fälle gespannt und kauft, wenn es soweit ist. Wir kommen zum Platz Nummer... Fuck. Platz Nummer 5. Und Platz Nummer 5 ist für mich eindeutig Represent. Also Represent habe ich davor nicht gefeiert, aber die bringen jetzt einfach immer wieder neue Designs heraus, wie diese neue Kollektion, wo sie auch ihre eigenen englischen, leicht asozialen Einflüsse mit hineingenommen haben, um hier einen neuen Kult zu generieren. Und finde ich einfach, die Kollektion einfach Bombe. Also da gibt es gar nichts. Da kaufe ich mir auf alle Fälle noch ein Shirt. Ich habe bis jetzt noch nichts von Represent. Aber diese Kollektion hat mich einfach so überzeugt von der Marke selbst. Der Name war für mich immer so... Na. Und auch der Ursprung, wo diese Marke herkommt, so immer versuchen, ne. Also der Ursprung war nicht besonders cool, aber jetzt mausern die sich wirklich. Die zwei Brüder sind mittlerweile auch mehrfache Multimillionäre, was ich weiß. Also da, die geben wirklich ordentlich Gas. Und die letzte Kollektion hat mich einfach überzeugt, auch mit diesem Shirt hier, vor allem der Banger unter der ganzen Kollektion, wie ich finde. Preislich sind wir da. Ich weiß es jetzt gar nicht, was kostet ein Shirt? 150 Euro? 200 Euro? Na, 150 sowas. Also finde ich persönlich richtig nice, werde ich mir auf jeden Fall noch koppen. Also verdient Platz Nummer 5 und wir gehen direkt zu Platz Nummer 4 und das ist eindeutig Balenciaga. Also große Props gehen raus an die Marke Balenciaga, die vor einigen Jahren via Pop-Up-Stores und Geschichten wie komm vorbei und design dir dein eigenes Shirt, ähnlich wie das Off-White mit Virgil Abloh immer wieder gemacht hat in diesen Nike Academies. Aber das gab es damals noch nicht, da waren die, glaube ich, die Ersten, die das gemacht haben. So sind die schon langsam cool geworden und sie hauen einfach eine coole Kollektion nach der anderen raus. Also es sind natürlich immer wieder Dinge dabei, wo man sich am Kopf greift und sich denkt, ja, oh mein Gott, das kann ich nicht anziehen. Aber sie bringen trotzdem immer wieder Stuff heraus, den es so noch nicht gegeben hat. Die gehen einfach neue Wege, die sind innovativ, die sind kreativ und das ist genau das, was ich mir von einer so teuren Marke erwarte. Denn wie ihr wisst, mit dem Geld wird nicht immer nur die Qualität bezahlt, sondern vor allem auch die kreative Schöpfung. Also das Design dahinter ist eigentlich das Teure bei einer Marke. Und wenn eine Marke nichts Neues bringt und keine coolen Dinge hat,
dann verstehe ich nicht, warum ich so viel Geld dafür ausgeben soll. Ja? Also Balenciaga für mich verdient auf Platz Nummer 4. Werde ich mir auch zukünftig immer wieder mal Dinge kaufen. Stabile Marke, finde ich nice, kann ich euch nur empfehlen. Die Qual ist auch Bombe. Also der neue Hoodie, den ich mir gekauft habe, okay, man sieht jetzt auch am Preisschild, ich habe den noch kein einziges Mal getragen, also draußen nicht, aber ich habe ihn schon zweimal angezogen zum Probieren. Und es gibt einfach, ich habe einfach keinen Pullover, der sich so genial, gut und comfy anfühlt wie dieser Hoodie. Also ohne Scheiß. Mit dem kannst du einfach auch zu Hause chillen, weil er so gemütlich ist. Wirklich, wirklich nice. Aber Balenciaga, Bombe. Und damit, liebe Freunde, kommen wir zu Platz Nummer... Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, Dior. Also ich war jetzt echt am Überlegen, ob ich Dior auf Platz 2 nehme und eine andere Marke, die aber jetzt noch kommen wird, auf Platz 3 nehme. Aber Dior hat erst mit der neuen Kollektion in Kombination mit diesem Künstler Sorayama, der, ich glaube, ein Japaner ist, der auch für Heavy-Metal-Zeitschriften auch schon seine sexy Roboter gezeichnet hat. Also in dieser Kooperation ist da einfach eine Kollektion gelungen, die Bombe ist. Da sind die Shirts Bombe, da sind die Hoodies Bombe. Schaut einfach mal auf Dior vorbei. Richtig, richtig nice. Aber was den Preis betrifft, meiner Meinung nach komplett übertrieben. Also für ein schwarzes Dior-Shirt 600 Euro, also 590 Euro knapp. Ich wollte mir das kaufen, wenn das Video nicht gesehen hat, hier nochmal abchecken. Einfach übertrieben. Auch wenn das Design wirklich, wirklich lit ist, finde ich es übertrieben. Schaut aber wirklich, wirklich nice aus. Und wenn man denkt, wie diese Converse, dieser Converse-Verschnitt von Dior einfach eingefahren ist, also jeder zweite hat diese Dior-Converse und die schauen auch wirklich nice aus, wenn man auch das in der Kombi trägt mit diesen Roboter-Dinosaurier auf dem Schuh dann selbst geprintet. Vom Design her eindeutig verdient Platz Nummer 3. Ich hoffe, dass das mit Dior auch weiterhin so läuft, dass die weiterhin kreativ und innovativ sind. Ich würde mich sehr darauf freuen und werde mir auch immer wieder Dinge koppen. Und wir kommen jetzt zu Platz Nummer 2 und da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es deswegen ist, weil Vêtements, die Marke, die auf Platz Nummer 2 ist, meiner Meinung nach, jetzt so unfassbar Gas gegeben hat, sondern vielmehr, weil ich jetzt die Liebe zu Vêtements entdeckt habe. Also Vêtements war immer eine ganz coole Marke, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir was zu kaufen, weil mir auch vieles einfach viel zu abgespaced war. Also da waren Dinge dabei, die wären für mich einfach untragbar gewesen. Ich konnte mich nicht damit identifizieren und ich konnte mir auch nicht vorstellen, hier irgendwie rauszugehen damit. Und jetzt irgendwie kommen da schon Kollektionen dazu, die eher tragbar sind, wie zum Beispiel das weiße Shirt mit der Vêtements-Aufschrift oder dieses Stuff-Shirt, was ich mir auch gekauft habe, sind wirklich ganz coole Dinge dabei. Lamborghini, da gibt es ja diesen Lamborghini mit dieser Nummer, die man anrufen soll, also wirklich ganz, ganz nice Sachen dabei. Die Qualität ist auf jeden Fall den Preis wert, also dieses Shirt hat mich 190 Euro gekostet und die Qualität sehr, sehr dicker Stoff. Also für 190 Euro geht das auf jeden Fall klar, kann ich euch nur ans Herz legen, Vêtements zu kaufen. Die Marketing-Schiene, die sie davor gefahren sind mit diesen komplett gestörten Leuten mit Ketten und weiß ich nicht, also so ganz alternative Menschen, ähnlich wie das Balenciaga auch immer wieder macht. Aber die neuen Kollektionen finde ich einfach nice, auch immer wieder alte Dinge, die ich Bombe finde, die ich mir jetzt noch bestellen werde. Vêtements aus rein persönlicher Leidenschaft, die ich gerade entdeckt habe, für mich Platz Nummer 2. Und wir kommen zu Platz Nummer 1, liebe Freunde. Und was wird es sein? Ja, natürlich Louis Vuitton. Im letzten Video haben sich einige von euch beschwert, na, wie kann man nur sagen, Off-White ist uncool und Off-White ist doch so toll und mit Off-White kann man immer wieder flexen. Nochmal, liebe Leute, wenn ihr Dinge von 2018, 2017, 2016 habt, die ihr gerne noch trägt, heißt das noch lange nicht, dass ich das uncool finde. Ich finde einfach, dass die neuesten Kollektionen von Off-White einfach irgendwie alle das Gleiche sind. Ja, also da steckt für mich keine Innovation mehr dahinter, da kommt nichts Neues und deswegen habe ich Off-White einfach als Loser-Marke genommen. Ganz einfach. Aber Virgil Abloh und seine kreativen Ergüsse, mit der er immer wieder die Modewelt aus den Angeln reißt und hier neue Dinge kreiert, den feiere ich nach wie vor. Also nach wie vor für mich einfach ein Role Model, was die Fashion-Szene betrifft. Aber man merkt halt einfach, dass er seine kreative Potenz, ich sage es genauso, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, einfach in Louis Vuitton hineinsteckt und davon profitiert einfach diese Marke. Louis Vuitton war immer nur eine Haute-Couture-Marke mit, ich sage es jetzt mal ganz banal, mit diesen Schlips und Anzugträgern, diese Bonzen, die auf den Laufstegen herumgetrottet sind und möglichst, ja, so war das. Also Louis Vuitton weit entfernt von Streetstyle und jetzt, Freunde, jetzt ist Streetstyle einfach laufstegtauglich. Und das, der größte Verdienst geht einfach an Virgil Abloh, meiner Meinung nach. Also das Streetstyle
jetzt da ist, wo es heute ist, nämlich so hochpreisig, modern und fresh, ist einfach die Schuld von Virgil Abloh, meiner Meinung nach. Und Louis Vuitton bringt jetzt einfach durch den kreativen Input von Virgil Abloh so viele coole Dinge heraus. Allein diese Mode-Experimente, die immer wieder entstehen, alleine die ganzen Vernissage, die es in Paris gegeben hat, die es in New York gibt. In New York hat jetzt ein eigener Store eröffnet, der ist einfach komplett grün. Und in Paris gab es irgendwie eine Vernissage, vielleicht kann man nennen, mit einer roten Louis Vuitton Hupfburg und eigenen Bänken von Louis Vuitton. Lauter richtig geniale Dinge. Sneaker werden jetzt rausgebracht, Skateschuhe werden wieder modern, weil sich Virgil Abloh einfach den klobigen Schuhen von früher bedient, die damaligen Skateschuhe, und die jetzt hochpreisig mit einem neuen Design herausbringt. Also Louis Vuitton eindeutig verdient für mich Platz Nummer 1. Und das, meine lieben Freunde, waren die Winnermarken des Jahres 2019. Schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Schaut auf Instagram vorbei, MaxOBMe. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.